So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Bauen auf Zeit. Und zwar bauen wir dieses Mal den Pizmeat Controller. Pizmeat oder Pizmeat TV, auch wenn man es nennt. Eigentlich ist es ja Pizmeat, aber ein echt cooler Kanal. Wer es nicht kennt, hier natürlich wie immer ein Bild, wie das am Ende aussehen soll. Aber ich kann mir dieses Bild natürlich nicht angucken, sondern nur ihr. Und ja, wir wollen beginnen. Aber zuerst schreibt auch mal in die Kommentare, was ich noch alles machen soll. Also an Bauwerken. Vielleicht kann auch mal etwas Größeres mit etwas mehr Zeit, was vielleicht dann auch mal in 3D ist, mit etwas mehr Perspektive. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ich noch bauen soll. Und jetzt wollen wir nicht mehr viel mehr Zeit verlieren. Der Zeit ist Geld. Das hätte ich übrigens gerne ziemlich viel. Aber ja, wir beginnen einfach mal in 3, 2, 1. So, jetzt, wo fangen wir an? Einfach mal hier, oder? Ja, eins weiter vorne wie Mario. So. 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 Geht doch dann da außen rum so eine Kurve. Auf jeden Fall 3 Felder hoch. So, so. Oh, gerade eben leckt es aber irgendwie mit Minecraft. Habe ich wieder irgendein anderes Programm offen, das. Nee. So war es auf jeden Fall nicht. Das tut dann hier so eins haben. Ach so. Jetzt brauche ich aber schnell weiße, weil das hätte ich total vergessen. Oh, dann kommt hier irgendwo dann noch sowas dunkelgrünes hin. Da kommt auch was dunkelgrünes hin. Dann in der Mitte natürlich. Könnte ruhig noch ein bisschen höher sein. So. Und da dann noch so, das sind ja eigentlich die Tasten da, aber das ist irgendwie komisch. Irgendwie fehlt da oben noch etwas. So. Ja, so. Arg viel mehr fällt mir jetzt eigentlich auch nicht mehr dazu ein, was man da noch anderes bauen könnte. Ja. Dann werde ich das mal so lassen. Also wir sehen uns gleich wieder in der Auflösung. Ich hätte sogar noch genügend Zeit gehabt, aber naja, also wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich hier alles nochmal nachgebaut und mir ist auch nicht mehr allzu viel mehr eingefallen. Ich habe oben die Ecken etwas abgerundet, die Augen so gemacht, dass sie nach oben schauen. Daneben das noch, aber so in der Größe fällt mir eigentlich nicht mehr allzu viel mehr ein. Ich weiß auch nicht, was ich hier noch baue. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was da reinkommen soll. Und ich bedanke mich wie jedes Mal fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal, teilen und abonnieren.